Dann die Nummer 11, die ist hier oben. Oh, und was ist das? Das ist eine Elsa. Und da ist hinten so ein Loch aus Gummi. Wahrscheinlich kann man die, ich habe schon eine Ahnung. Die kann man wahrscheinlich hier so an den Bleistift dran stecken. Ja, sehr cool. Da sieht der Bleistift gleich noch ein bisschen interessanter aus, wenn man damit so schreibt, mit der lieben Elsa hier oben. Dann schauen wir mal bei Nummer 11. 11 hatten wir doch gerade. Nummer 12 natürlich. Und bei Nummer 12 sind nochmal Sticker. Diesmal ein bisschen andere. Da ist doch der Christoph. Dann hier dieser niedliche kleine Troll. Diese, die aussehen wie Steine. Für diejenigen, die den Film kennen, die wissen sofort Bescheid. Und hier nochmal die beiden Schwestern. Und hier nochmal die Trollsteine übereinander gestapelt. Nummer 13 ist hier oben, hier in dem Auge von Anna. Oh, und ich weiß schon, was es ist. Es ist ein weiterer Knopf für das Armband, der allerdings ziemlich fest steckt. Wir haben nochmal eine Elsa und die können wir jetzt hier mit in das Armband reinklipsen. Dann sind wir schon bei der Nummer 14 und die ist hier unten. Oh, es sind Haarspangen. Haarspangen mit Anna drauf. Anna hat ja auch lange Haare und wenn man diese hübschen Haarspangen dann hat, dann kann man sich auch so die Haare ein bisschen aus der Stirn rausmachen. Auf jeden Fall schön blau Glitzer. Nummer 15 ist hier. Hui, und das ist noch ein Fingerring. Und der ist sehr, sehr cool, der Fingerring. Das ist nämlich der kleine Olaf. Und das sieht ein bisschen aus, als ob der fliegen würde. Auch aus einem elastischen Gummiband. Also kann man sich hier so drüber machen, über den Finger. Und dann habe ich gleich schon zwei Ringe. Gefallen mir wirklich auch äußerst gut, muss ich sagen. Sehr schöne Ringe.